Das sind Zeitrafferaufnahmen, ne, von der Aurora. Was sehen wir denn hier? Ja, das sind im Prinzip Videos, die ich aus tausenden Einzelbildern zusammengesetzt habe. Im Abstand von 1 Sekunde habe ich die aufgenommen und man sieht hier tatsächlich so einen Kranz, so einen Aurora-Kranz, an dem wir vorbeigeflogen sind und zum Teil auch komplett mitten durchgeflogen sind. Das sieht man hier, man ist über dem grünen Teil der Aurora und man fliegt durch den roten Teil mitten durch. Das heißt, wenn man an so einer Stelle ist, das ist so meistens südlich von Australien der Fall, dann ist man wirklich umrundet von einem Südpolarlicht und das ist faszinierend. Wenn Sie diese Bilder jetzt sehen, was empfinden Sie da? Ja, zum einen Schönheit sehe ich da drin, weil unser Planet wirklich einzigartig auch von außen schön ist. Aber wenn man hier drauf schaut, dann sieht man eben auch, wie dünn diese Atmosphäre ist, wie zerbrechlich die ist. Das fällt mir jedes Mal neu auf, wenn ich das sehe. Und was für ein dünner, feiner Hauch wir da haben als Schutzschild, als ja, die Luft, die wir atmen können, die uns lebensfähig macht, der sieht so aus, als ob man den mit einem kleinen Hauch wegpusten könnte von da oben. Alexander Gerst, ganz herzlich willkommen im Interview. Kurze Vorstellung. Sie waren 6 Monate auf der ISS. Hat Sie das zum anderen Menschen gemacht? Ich denke, dass meine Persönlichkeit an sich nicht wirklich geändert hat. Man selbst merkt das ja auch nicht immer unbedingt, aber ich habe auch so ein bisschen meine Freunde gefragt. Aber was sich sicherlich verändert bei dieser Sache, ist der Blick auf die Erde. Von oben runter. Wenn man einen Schritt nach außen macht, das gibt einem immer eine neue Perspektive. Das kennt man auch von der Erde, wenn man ein Problem hat und mal so ein bisschen mentalen Schritt zurück macht. Das Gleiche ist bei der Raumfahrt so. Wenn wir Menschen unsere Erde mit eigenen Augen sehen von außen, dann werden einem plötzlich Dinge klar, die man vorher vielleicht wusste, aber die einem noch nicht so klar waren. Zum Beispiel, dass wir wirklich nur diesen einen kleinen Heimatort haben im Universum. Das ist der einzige. Wenn wir den zerstören, dann ist es vorbei mit uns. Wir haben keinen Plan B. Und das wird einem von außen so brutal klar gemacht, dass das mich schon verändert hat, glaube ich. Wir haben auch noch einen anderen Film, wo so ein bisschen der Alltag gezeigt wird, den Sie da auf der ISS erlebt haben. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wie man denn überhaupt Astronaut wird. Ja, im Prinzip ist es ganz einfach, man muss sich bewerben, wenn die ESA gerade Astronauten sucht. Das war bei mir im Jahr 2008 der Fall, als die ESA den europäischen Teil der Raumstation in Orbit geschossen hatte. Das war das Columbus-Labor, das Forschungslabor, das wir da oben haben. Und da brauchten wir neue Astronauten. Und ich habe mich beworben, ich wollte dem Traum mal eine Chance geben. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich genommen werde, weil ich wusste, da sind 10.000 Leute, die sich bewerben. Ich war Wissenschaftler, ich war Vulkanologe und Geophysiker vorher. Man kann, um Astronaut zu werden, aber auch Pilot sein, Wissenschaftler allgemein, Ingenieur, Mediziner. Das ist gar nicht so wichtig, weil man sowieso alles neu lernen muss. Und so bin ich dazu gekommen, ohne dass ich das wirklich erwartet hatte. Ich war wirklich sehr überrascht, als es funktioniert hat. Wie fühlt sich das denn an, Schwerelosigkeit? Ich meine, es gibt hier Vesuvs von der ESA, da kommen Sie jetzt von rechts reingeschwebt. Ja. Wie fühlt sich das an? Können Sie das beschreiben? Ja, die Antwort ist erstaunlich enttäuschend wahrscheinlich für Sie, weil das ist völlig normal nach einer Weile. Die ersten Tage ist natürlich alles neu und man hat natürlich das eine oder andere Missgeschick. Man verpasst einen Handlauf und knallt in die nächste Wand. Und es ist auch relativ komisch. Und wenn irgendwann mal der Körper sich daran gewöhnt hat oder das Gehirn sich daran gewöhnt hat, dann ist das so normal, wie Sie und ich jetzt hier sitzen. Mein Kollege Reed und ich, wir haben mal uns überlegt, können wir uns daran erinnern, wie es war, in der Schwerelosigkeit zu sein? Und wir haben beide spontan gesagt, nee, wir wissen das nicht. Weil der Unterschied ist nicht mehr spürbar. Man erinnert sich nicht dran an eine normale Situation, wie sich das angefühlt hat. Und ja, das ist das Erstaunliche, dass der menschliche Körper sich an so vieles gewöhnen kann. Wir haben ein paar Bilder von Ihrem Alltag. Ich spule noch mal einen Tick zurück. Mhm. Beziehungsweise hier sehen wir Sie arbeiten. Was tun Sie da auf der ISS? Ja, wir haben 160 Experimente durchgeführt, aller Art in dieser Expedition. In dem Fall baue ich einen Schmelzofen auf für Legierungen, um neue Triebwerksschaufeln für Flugzeuge herzustellen, für neue Automotoren. Das können wir nur in der Schwerelosigkeit machen. Wir füllen dabei Lücken von Computermodellen, die wir auf der Erde haben, deren Lücken wir auf der Erde nicht füllen können. Wir müssen diese Experimente in der Schwerelosigkeit machen. Das haben all diese Experimente, die wir da oben machen, gemeinsam, dass wir sie mit keinem Aufwand der Welt auf der Erde durchführen können. Wir müssen in die Schwerelosigkeit, um der Natur ihre Geheimnisse zu entlocken und nutzen die dann bei uns auf der Erde. Gibt es denn was, was Sie vermissen? Einiges, ja. Natürlich den Blick, ja. Die Perspektive, die man hat, die Freundschaft an Bord, die tolle Zeit, die man mit den Kollegen zusammen hat und ja. Da gibt es hier auch noch so einen, würde ich sagen, gerade den Blick, da haben wir hier auch noch dieses
meine Video, wo es, glaube ich, diesen Ausguck gibt, wo der man Cupola. Das sieht. Was ist das? Das ist unsere Aussichtsplattform, die Cupola. Die ist in Europa gebaut worden. Das ist ein Fenstermodul für einen Rundumblick. Die ist eigentlich dafür da, dass man den Roboterarm steuern kann, den man an der Außenhaut der Raumstation hat und damit Raumschiffe einfangen kann. Haben wir auch mehrmals gemacht. Aber man kann es natürlich auch nutzen, um rauszuschauen und die Perspektive auf die Erde aufzufangen. Sie haben wahnsinnig viele Fotos gemacht. Ne? Sie haben sehr viele Fotos gemacht von da oben. Ne? Sie haben auch einen Weltraumspaziergang gemacht, waren einmal draußen. Wie ist das? Ja, das ist sehr fantastisch. Also man muss sich das so vorstellen, dass man in ein kleines Raumschiff reinschlupft. Denn das ist ja so ein Raumanzug. Das ist nichts anderes als ein komplettes Raumschiff mit allen Systemen, die man sich so vorstellen kann. Und dann verbringt man Zeit außen im absoluten Vakuum. Man ist durch 2 mm Polycarbonat-Visier von dem Vakuum getrennt, das ist alles. Und man spürt quasi dieses Weltall um sich herum. Man kommt dem Weltall nie näher als Mensch. Das ist das Nächste, wie man dem jemals kommen kann. Aber gleichzeitig hat man viel zu tun. Also man hat eine 500-stufige Prozedur im Kopf, grob. Man muss auf seine Sicherheitsleinen achten, auf die Parameter des Lebenserhaltungssystems, des Anzuges. Man muss wissen immer genau, wo der Kollege gerade arbeitet. Man muss mit der Bodenkontrolle konzentrieren. Und dann noch natürlich physisch gegen diesen Überdruck im Anzug anarbeiten. Und das ist sehr anstrengend. Das heißt, das ist wirklich so ein Weltraummarathon. Spaziergang ist völlig das falsche Wort. Und dann ist man wirklich bedient, wenn man nach 6,5 Stunden wieder im Inneren der Raumstation ankommt. Und gibst du die Vorstellung so, was, wenn ich mich jetzt hier entfernen und lösen würde? Ja, da passt man natürlich auf. Das ist das Gleiche wie beim Klettern. Mhm. Auf dem Klettersteig hat man auch seine 2 Sicherheitsleinen. Da ist man auch gut beraten, dass man die nicht löst. In unserem Fall im Raumanzug hätten wir sogar noch so ein kleines Rettungssystem mit Düsen, mit denen man wieder zurück zur Raumstation fliegen kann. Das üben wir auch vorher. Das heißt, eigentlich hat man das jetzt nicht so wirklich im Blick. Die gefährliche Situation ist, dass irgendwas mit dem Anzug passiert, dass man einen Leck hat oder so oder das Wasser im Anzug irgendwie rumfliegt. Da muss man schon drauf vorbereitet sein und auch einen Plan B haben. Das trainiert man sehr oft, bevor man da in Wirklichkeit raus vor die Tür geht. Da gab es ja auch Berichte von Kollegen, bei denen dann so das Wasser irgendwie im Helm anstieg. So, und die dann irgendwie ganz cool bleiben mussten, kurz vorm Ertrinken. Ja, das ist so, wenn man eine Notfallsituation hat und die eventuell auch neu ist, dass man die noch nicht komplett trainiert hat, dann ist man gut beraten, dass man ruhig bleibt und so wieder den Weg zurück zur Luftschleuse findet. Man hat auch die Möglichkeit, dass man gerettet wird von seinem Kameraden. Das übt man wirklich ganz oft unter Wasser. Und selbst wenn man komplett bewusstlos werden würde, könnte der einen wieder zurückbringen mit ins innere, sichere der Raumstation. Das ist wichtig, dass man das weiß, wie das geht. Und das hat mein Kollege Luca Parmitano da auch gemacht. Er ist ruhig geblieben und ist wieder zurückgehangelt ins Innere der Raumstation, wo sie das Problem auch lösen könnten. Gravity schon gesehen? Ja, selbstverständlich. Und? Wie ist der? Ihrer Perspektive? Ich finde es ein unterhaltsamer Film. Wir haben den natürlich auch geschaut vor dem Flug. Ich war ja tatsächlich auch während meines Weltraumeinsatzes auf dem Roboterarm draußen festgeschnallt, so ähnlich wie in Gravity. Aber ich bin oft gefragt worden, denkt man da an so eine Situation? Und dafür ist er zu weit von der Realität entfernt. Also ich habe auch nicht versucht, mit dem Feuerlöscher zur chinesischen Raumstation zu fliegen. das wird nicht trainiert. Aber ja, Scherz beiseite. Ich fand es einen unterhaltsamen Film, aber als Astronaut denkt man deswegen noch lange nicht, dass das jetzt eine Dokumentation ist, die in Realität werden kann. Ich habe vorher mal bei Twitter gefragt, so hey, ich rede gleich mit dem Astronauten Alexander Gerst, gibt es ein paar Fragen. Mhm. Eine war Star Trek oder Star Wars? Ich fand beides interessant. An sich finde ich aber irgendwie die Science Fiction am besten, wo es so nicht so ganz so weit in die Zukunft geht, wo Sachen drin sind, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie in meiner Lebenszeit vielleicht noch passieren. Ja, so die ersten Expeditionen zum Mars, ja, solche Vorstellungen, die finde ich sogar noch faszinierender. Genau, das ist war die zweite Frage. Wird es zu Ihrer Lebzeit, zu unserer Lebzeit, einen bemannten Flug zum Mars geben? Ja, davon gehe ich aus. Die Wahrscheinlichkeit steht nicht schlecht, aber natürlich ist das eher so eine prophetische Frage, weil wir als Menschen sind im Prinzip bereit, technisch das Problem anzugehen, dieses größte Abenteuer der Menschheit anzugehen. Das ist eher eine politische, gesellschaftliche Frage, dass wir sagen, ja, wir machen das jetzt. Wir fliegen zum Mars und lernen vom Mars eventuell, ob es Leben außerhalb der Erde gibt im Universum. Denn die Frage kann es der Mars eventuell beantworten, ob wir eine Chance haben zu vermeiden, dass mit unserer Erde dasselbe passiert wie mit dem Mars, der jetzt wüst und leer ist, obwohl er früher mal ein potenziell bewohnbarer Planet war.
wie verhindern wir, dass mit der Erde dasselbe passiert? Das sind Dinge, die wir vom Mars lernen können. Deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig, dahin zu fliegen. Das sehe ich auch um mich rum. Auch die Leute hier auf der Republika, ich glaube, die sehen das ähnlich. Wir müssen einfach nur die Entscheidung treffen, das jetzt zu tun. Und wird es ein Mehrgenerationen-Raumschiff geben, war noch eine Frage? Dazu muss man sich einfach nur mal die Geschichte der Menschheit anschauen. Wir Menschen sind Entdecker seit Jahrhunderttausenden. Wir sind immer irgendwohin aufgebrochen, wo es nur möglich war. Am Anfang einzeln, es war gefährlich und nicht einfach. Irgendwann sind wir auch für länger weggegangen. Auch Leute, die nicht mehr zurückkehren wollten, die dort weiterleben wollte, all das wird es mit der Weltraumfahrt auch geben, früher oder später. Ich denke nicht, dass das in meiner Lebenszeit noch so weit kommt, dass mehrere Generationen ins Weltall fliegen, aber früher oder später, da bin ich mir sehr sicher, wenn ich mir die Menschheitsgeschichte anschaue, werden wir Menschen das tun. Alexander Geist, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für das Engagement, die Fotos, die schönen Eindrücke und noch alles Gute. Danke, hat Spaß gemacht. Ja. Philipp Banse von der Republika in Berlin mit Alexander Gerst, dem Astronauten, der 6 Monate auf der ISS zugebracht hat. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.